Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf euren Lieblings-YouTube-Kanal bei American Subs, dein Online-Shop für Sportnahrung, Bodybuilding und Gesundheit. Ich stelle euch heute von Jinx Sports The Curse vor, ein Pre-Workout, was man jedem empfehlen kann, der nicht, sag ich mal, zu krass weggeklatscht werden möchte, eben von einem Pre-Workout und der auch Wert legt auf eine große Auswahl an Geschmackssorten. Ja. Es ist ein Pre-Workout, sag ich mal, der von allem etwas gibt, aber auch nicht zu hart, also auch nicht zu extrem eben, ja, bis auf so, ich sag mal, der Fokus, die Konzentration, die wird auf jeden Fall gut gesteigert. Es gibt einen Pump in den Muskeln und ja, auf jeden Fall wird auch die Energie gesteigert. So sehen sie aus. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die FIBO. Damals hatten die ja diesen großen Thron mit, ja, so wie Skeletor, also wie mit so einem Schädel auf jeden Fall. Da konnte man echt tolle Bilder mitmachen. Und ich glaube, es war die FIBO 2014. Ja, nee, 15. Und ja, schauen wir uns ihn euch einfach nochmal genauer an. Es sind 52 Gramm drin enthalten. Ihr habt einen Messlöffel, ein Scoop sind 5 Gramm. Insofern habt ihr 50 Portionen pro Packung. Ist auch wieder die Sache, wenn ihr merkt, so euch ist es zu wenig mit der Zeit, dann könnt ihr auch, ja, ich sag mal, noch einen zweiten Scoop dazu nehmen. Aber am besten immer mit einem Scoop testen. Und es ist eben mit drin Kreatinmonohydrat, Carnosin, also Beta-Alanin mit drin. Ihr habt L-Citrullin, ihr habt Arginin, eben auch nochmal für eine bessere Durchblutung. Und wenn immer ihr eine bessere Durchblutung habt, müsst ihr euch merken, habt ihr einfach auch eine bessere Versorgung mit Sauerstoff und eben auch mit Nährstoffen in den Muskelzellen. Also deswegen ist eigentlich auch der Pump, wird er angestrebt. Klar, er fühlt sich auch toll an, keine Frage, aber hier gibt es auch wirklich was noch on top. Dann habt ihr Olivenblattextrakt eben mit drin enthalten und nochmal wasserfreies Koffein. Also wasserfreies Koffein ist ja dehydriertes Koffein, also dem wird das entzogen und dann habt ihr quasi dieses reine weiße Pulver. Und ja, so viel gibt's dazu. Ihr merkt, es ist ein recht überschaubare, ja, Zapfacts auf jeden Fall. Ist definitiv was für jemanden, der sagt, okay, ich möchte zu einem guten Preis viele Portionen haben. Tolles Design auf jeden Fall und ja, auf jeden Fall ein gutes, solides Pre-Workout haben. Ne? Das kann man so dazu sagen. Okay, schaut ihn euch an. Bis bald.